In einer kleinen Stadt in Oberösterreich, genauer gesagt in Traun, liebt man die Natur, die Freizeit und das Leben, bis es endet. Ein Fall für Christian Thaler. Ja, Reiter, der Herr Kommissar Thaler? Ich hol. Komm jetzt rein. Entschuldigung, ich glaube, da muss ein Missverständnis vorliegen. Ich wollte eigentlich zu Herrn Kommissar Thaler. Da bin ich. Sie? Ich? Natürlich er. Kriminalkommissar Christian Thaler. Sie sind schon Kommissar. Vergesst immer zu erwähnen, Fehler meinerseits. Ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Der auf eine neue Kollegin trifft. Grüß Sie. Hallo, Chef. Der Cäsar. Angela. Angela. Servus, was machst du da? Es muss ein Fehler sein. Hey, das sind deine Leute von der Spurensicherung. Verstehen die Arbeit oder nicht? Apropos Jugendliche. Wo ist denn jetzt unser alten Röschen? Da. Denen da hat wohl der Okkus-Pokus nicht ausgereicht. Nicht angreifen. Runter damit. Ist ein bisschen vorgeschaut, ne? Gemeinsam müssen sie einen mysteriösen Mord aufklären. Ich bin ja sonst nicht abergläubisch, aber ausgerechnet heute in dem Wald? Wie meinst du das? Ich dachte, da wäre was gewesen. Entschuldigung, aber über was redet ihr? Über den Teufel. Ich verstehe kein Wort. Der Doktor redet über den Teufel. Der über den Trauner Teufel. Der könnte sich sicher, dass er mal gesehen hat. Den Teufel. Yeah. Jetzt kommen Sie, das ist aber jetzt wirklich lächerlich. Es ist nicht lächerlich, wenn wir einen Psycho haben, der die Sage real werden lassen wird. Das Interessanteste aber ist der Mageninhalt. Warum? Pechschwarz. Die erste Trauner-Krimi-Komödie.